Wir haben kürzlich einen Antrag zur Modernisierung des Adoptionsrechts vorgelegt. Es ist so, dass ein Gesetzesentwurf der Bundesregierung existiert, der sich mit der Stiefkindadoption befasst. Da geht es um ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, das die Bundesregierung da zur Initiative zwingt. Hintergrund war, dass eine Witwe einen neuen Partner hatte, mit dem sie nicht verheiratet war, und der neue Partner nun die Kinder adoptieren wollte. Das ging aber gesetzlich derzeit nicht, weil die Stiefkindadoption nur Ehepaaren offen steht. Da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nein, das würde zum Leid der Kinder gehen, und deswegen muss auch die Stiefkindadoption bei unverheirateten Paaren möglich sein. Wir finden aber, es gibt auch Konstellationen, wo es um fremde Kinder geht, wo es auch eben zum Leid der Kinder ist, dass eine Adoption nur am fehlenden Trauschein der faktischen Eltern scheitert. Wenn wir zum Beispiel an Pflegefamilien denken, wo Kinder aufwachsen und dann nicht adoptiert werden können, nur weil die Eltern nicht verheiratet sind, finden wir das eben nicht haltbar. Das ist ein Punkt, den wir im Adoptionsrecht gerne ändern möchten. Dann gibt es noch weitere, zum Beispiel die Einzeladoption. Die ist eben in dem Moment, wo man heiratet, nicht mehr möglich. Auch das ist einfach unverständlich, und an den Altersgrenzen würden wir gerne auch noch ein bisschen rühren. Das ist aber ein weiteres Thema.